Hallo zusammen, willkommen zurück zu diesem neuen Video und heute geht es einmal um das Thema Spiegelreinigung bzw. Glasreinigung. Denn heute schauen wir uns mal ganz interessante Geräte an, solche Spiegelreinigungen, mit denen ihr ganz einfach Glasoberflächen wie Spiegel, Fenster und Co. reinigen könnt. Diese Geräte haben es wirklich in sich und überzeugen mit einer sehr guten Leistung. Sie sind zudem akkubetrieben und einfach hier in der Handhabung. Ja, dann schauen wir uns heute einfach mal die Top 3 der besten und liebsten Spiegelreiniger uns an. Gehen die mal der Reihe nach durch. Mit dabei sind namhafte Marken wie Bosch und Kärcher. Und dann gehen wir mal die Vorteile durch, werden uns mal die technischen Daten dazu anschauen und zum Schluss unseren Vergleichssieger krönen. Es bleibt also sehr spannend, bleibt bis zum Schluss dran. Wir werden euch all diese Geräte in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal dort auf die Links drauf. Und dann würde ich einfach sagen, starten wir durch. Wir fangen direkt an. Los geht's und zwar mit Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der Lifehide Dry and Clean. Auch den schauen wir uns mal kurz im Detail an. Das ist ein sehr kompaktes Modell, was natürlich auch hier den Vorteil hat, dass wir hier ohne Tropfen müheloses Fenster absaugen können. Es gibt auch hier weitere Anwendungszwecke. Sämtliche glatte Oberflächen können damit im Grunde hier gereinigt werden. Wir haben einen eingebauten Akku, 35 Minuten Laufzeit, reicht für bis zu 100 Quadratmetern Fensterfläche. Und auch sonst gibt es hier so ein Klicksystem. Wir können also auch hier das System verlängern und somit auch sehr hohe Fenster mühelos absaugen, reinigen. Ein durchdachtes System, man kann auch hier zum Beispiel dann oben das austauschen und somit auch hier kleinere Fenster damit dann absaugen. Also auch hier ist wirklich an alles gedacht worden. Ein tolles Set ist mit dabei und das könnt ihr euch hier nochmal anschauen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal etwas näher uns das ganze System an. Und zwar gehen wir jetzt kurz hier auf die Webseite drauf und gehen dort mal die technischen Daten im Detail durch. Ja, dann schauen wir uns jetzt hier mal das Lifehide Dry and Clean Set an. Hier der Fenstersauger, der auch hier besonders gut abgeschnitten hat, mit der Note sehr gut 1,3. Und den gehen wir heute mal durch im Haus- und Gartentest. Schauen wir uns den also mal kurz an. Ihr könnt schon sehen, der Preis 74,99 €. Auf Amazon ist er deutlich günstiger. Da gibt es schon ab 60 €. Von dem her mein Tipp an euch, schaut lieber mal auf Amazon vorbei. Der ist dort auch hier in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt also direkt einmal auf diesen Link drauf. Dann könnt ihr jetzt schon das Set sehen. Wir haben ein sehr reichhaltiges Set. Der schöne Fenstersauger, der ist sehr kompakt, handlich und ergonomisch geformt. Und noch das weitere Zubehörset, das gehen wir jetzt mal kurz hier durch. Also so sieht der praktische Einsatz aus. Wir können bis zu 38 Minuten damit reinigen. Er hat einen sehr großen Akku mit dabei. Und somit haben wir eine Fläche von bis zu 110 Quadratmeter. Hier dann nochmal die Abmaße. Wir haben 28 cm oben, also von der Reinigungsfläche her, von der Reinigungsbreite. Einen sehr schönen Griff haben wir dran. Und das ganze Gerät ist nur 31,5 cm lang. Dazu Lithium-Ionen-Akku und das Gewicht gerade mal 740 Gramm. Da nochmal, wie man das dann reinigt. Also einfach hier dann runter saugen, sage ich mal. Und dann ist auch das Fenster schon richtig sauber. Hier dann nochmal dieses zweite Zubehörteil. Hier dann nochmal der weitere Einsatz mit der Verlängerungsstange. Also auch das ist hier möglich. Ihr könnt einfach so eine Stange hinten einstecken, um auch besonders hohe Fenster damit reinigen zu können. Auch im Bad kann man den gut anwenden. Also auf so glatten Fliesen eignet sich auch sehr gut. Und auch hier zum Spiegelreinigen ebenfalls eine sehr gute Anwendung. Dann nochmal, wie man das praktisch hier oben entfernen kann. Also diese Lippe, also dieser Aufsatz. Und dann würde ich sagen, gehen wir etwas weiter runter kurz zu den weiteren Daten. Also hier nochmal die wichtigsten Hauptmerkmale, Akkulaufzeit 38 Minuten, Saugbreite 28 cm, Gewicht wirklich top 739 Gramm und die Stiellänge 43 cm. Hier nochmal die weiteren Eckdaten, die flexible Anwendung, er ist immer einsatzbereit, auch einfach zu reinigen und noch ein paar weitere zusätzliche Informationen, die wir jetzt hier nicht mehr im Detail durchgehen werden. Also wirklich ein tolles, durchdachtes System, ich kann es euch nur empfehlen, auch hier die Marke wirklich top und der Preis, wie gesagt, auf Amazon nochmal deutlich günstiger, von dem her klickt man den Link dazu an in der Videobeschreibung. Dann gehen wir jetzt weiter zu Platz 2 und dann nehmen wir uns der Bosch Glasswerk, auch ein sehr interessantes Modell, den wir jetzt mal kurz durchgehen werden. Er kommt so da, er hat eine sehr besonders gute und hohe Gummilippe mit dabei. Wir können damit auch hier ganz einfach mühelos die Fenster absaugen, ist sehr super gemacht. Die wurde auch hier wirklich von sehr hochwertigen Experten entwickelt, da wurde sehr viel Forschung investiert, um hier das perfekte Reinigungsergebnis zu erzielen. Wir gehen mal weiter auf die Herstellerwebsite.
So, dann schauen wir uns jetzt hier mal diesen Fenstersauger von Bosch an. Zwar den Glasweg hier direkt auf der Hersteller-Webseite. Und da würde ich einfach mal sagen, gehen wir das mal kurz hier durch. Ihr könnt schon sehen, der Preis ist hier wirklich sehr fair. Zwischen 70 und 80 Euro kostet das gesamte System, je nachdem, welches Set ihr hier auswählt. Da gibt es ja verschiedene Varianten davon. Wir werden euch dies noch hier in der Videobeschreibung verlinken. Wir werden den Link zu Amazon reinmachen. Dort gibt es hier noch einen viel besseren Preis. Von dem her mein Tipp an euch. Schaut mal auf Amazon vorbei, da gibt es hier den günstigsten Preis dafür. Gehen wir das mal kurz hier durch, der Reihe nach, was für Vorteile wir praktisch hier dabei haben. Wir haben hier eine sehr gute Gummibeschichtung, die aus dem Automobilbereich kommt. Wir haben ein sehr kompaktes Design mit einer einfachen Handhabung und natürlich auch hier optionales Zubehör, was auch hier noch ja, die Effizienz steigern kann. Dieses Gerät eignet sich für die Reinigung von Fensterspiegel, Fliesen und einer Dusche, also alles, was im Grunde eine kleine Oberfläche hat und somit auch hier sehr gut aufgesaugt werden kann. Und man kann hier bis zu 35 Fenster mit einer Ladung praktisch dann reinigen. Hier dann nochmal der Preis, je nachdem welches Set ihr praktisch wollt. Wir gehen mal kurz in die Beschreibung durch, was es hier sonst noch alles gibt. Da könnt ihr das Gerät nochmal im Einsatz sehen. Hier nochmal Spiegel, die man praktisch hier wieder reinigen kann, aber auch hier Fenster, die man komplett ohne Streifen und Schlieren dann ja praktisch dann zur Glanz verhelfen kann. Dann nochmal, ja, was alles geeignet ist. Wir haben mal die Vorteile, natürlich ein streifenfreies Ergebnis, was hier sehr wichtig ist. Und es ist sehr kompakt, leicht in der Handhabung und man kann auch hier wirklich sehr große Fenster schnell reinigen, die auch hier geschickt sind. Technische Daten gehen wir nochmal kurz durch. Wir haben also hier einen Akku mit dabei, 3,6 Volt. Damit kann man bis 30 Minuten lang arbeiten. Das reicht hier für eine Reinigungsleistung von 105 Quadratmeter. Ladedauer 130 Minuten. Und dann haben wir noch einen Schmutzwassertank von 100 Milliliter. Also alles, was ihr praktisch benötigt. Und das Gewicht 700 Gramm passt soweit im Grunde auch. Lieferumfang gibt es hier, wie gesagt, zwei Sets. Und das sollte im Grunde alles gewesen sein. Also schaut euch mal an, klickt mal den Link in der Videobeschreibung an. Und dann kommt ihr direkt zu diesem Produkt. Dann gehen wir jetzt weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger, und dort landet bei uns der Kärcher WV 2 Plus N. Auch den gehen wir mal kurz durch. Die Anwendung ist wirklich super einfach und simpel, wie bei den anderen im Grunde auch. Ihr habt so einen Sprüher mit dabei, den füllt ihr dann ganz einfach hier auf mit einem Reinigungsmittel, was auch von Kärcher kommt, was speziell für diesen Anwendungszweck auch entwickelt wurde. Also einfach reingeben und dann kommt dazu noch ein bisschen Wasser dazu. Und das Ganze mischt ihr einfach schön durch, schüttelt es ein bisschen und dann könnt ihr auch das Ganze wieder draufschrauben. Also ihr macht dann hier den Deckel drauf und dann habt ihr diesen Sprüher mit dabei und damit könnt ihr dann das Fenster einsprühen. Also großflächig praktisch hier das Reinigungsmittel draufsprühen. Da gibt es natürlich auch noch so ein kleines Mikrofasertuch, so ein Pad mit dabei. Da könnt ihr nochmal die Verschmutzungen etwas besser wegbekommen, also schön durchwischen, damit auch hier die groben Reste weggehen. Und dann geht es praktisch hier auch weiter zum eigentlichen Fenstersauger. Den schaltet ihr ganz einfach an und saugt damit einfach hier das Fenster ganz mühelos ab. Ihr müsst ihr im richtigen Winkel halten und dann geht es praktisch auch runter zu es. Und ihr könnt schon sehen, das Ganze geht hier wirklich einfach, streifenfrei und ist hier wirklich sehr, sehr bequem. Ja, und somit könnt ihr euch wirklich sehr viel Zeit sparen beim Fenster reinigen. Das geht hier wirklich mühelos und dann müsst ihr auch nicht mehr nachwischen oder nachtrocknen. Da ist wirklich hier keine Arbeit mehr dann gegeben. Ja, also ein tolles System. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal kurz weiter. Auch hier kann man die Gummilippe zum Beispiel austauschen, falls sie verschlissen sein sollte. Das ist ebenfalls kein Problem. Und dann schiebt es hier ganz einfach wieder rein, wie hier zu sehen ist. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir noch ein bisschen weiter und gucken uns mal die technischen Daten an, die praktisch hier dieses tolle Modell liefert. Und zwar gehen wir dazu mal kurz auf die Hersteller-Webseite von Kärcher drauf. Also dann schauen wir uns mal hier den WV 2 Plus N hier auf Kärcher direkt an, auf kärcher.com. Und dort gehen wir den mal kurz durch. Hier kostet er 79 Euro. Auf Amazon ist er nochmal deutlich günstiger. Daher mein Tipp an euch, schaut lieber mal auf Amazon vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Gehen wir jetzt mal kurz hier das hier durch. Hier schon das weiße Modell. Und ihr könnt schon sehen, wir haben hier ein sehr reichhaltiges Set mit dabei. Hier dann nochmal das Gerät an sich. Lässt sich ganz einfach bedienen mit so einem Knopf oben dran. Und natürlich hier dann nochmal die Ausleerfunktion, also ihr könnt einfach das Schmutzwasser direkt ausleeren und müsst somit nicht den Tank rausmachen. Auch das geht wunderbar, wir haben hier oben so eine Lamelle dran, die ihr ganz einfach hier drauf ziehen könnt. Wir können zum Beispiel auch hier die Dusche, also die Duschfliesen damit absaugen, reinigen, aber auch hier das in der Küche anwenden, also da hat man sehr viele Möglichkeiten. Spiegel können wir damit sauber machen, wir können das Auto reinigen oder auch hier natürlich Fenster, besonders große Fenster sind mit diesem Gerät sehr einfach zu reinigen.
Schauen wir uns mal kurz hier das Zubehör an, was es dazu gibt. Also auch hier verschiedene Möglichkeiten. Abziehlippe gibt es mit dabei, aber es gibt auch hier so ein Mikrofasertuch, was ihr noch dazu kaufen könnt und so einen speziellen Fensterreiniger. Hier nochmal im Detail, also schnelle Zwischenentleerung anhand von so einem einfachen Loch, was praktisch oben dran ist. Wir können auch hier die Saugdüse ganz einfach wechseln und es gibt auch hier so eine LED-Anzeige, die unter anderem auch hier den Akkustand anzeigt. Dann hier nochmal die verschiedenen weiteren Funktionalitäten. Es ist dreimal schneller. Wir haben hier eine sehr hygienische Reinigung und eine sehr hohe Anwendungsvielfalt. Hier die technischen Daten, Arbeitsbreite 280 mm. Das ist auch schon mal sehr gut. Akkulaufzeit 35 Minuten, was auch sehr gut ist. Und dann hier nochmal die weiteren Sachen wie die Ladezeit von 230 Minuten und natürlich die Abmessung vom Gewicht. Und ihr könnt hier praktisch mit einer Akkuladung bis zu 35 Fenster reinigen, also ca. 105 Quadratmeter. Ja, so ein tolles Gerät, was seinesgleichen sucht, auch hier von der sehr bekannten Marke Kärcher. Also hier wirklich ein sehr gut durchdachtes System. Von dem her, kauft es euch, es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort gibt es den besten Preis dafür, klickt am besten jetzt einmal kurz drauf. Dann gehen wir jetzt abschließend zum Fazit über und schauen uns noch kurz die wichtigsten Vorteile zu diesem Fenstersauger an. Also, die werden euch folgt, werden zum einen hier einen sehr guten Preis, ein hochwertiges Modell mit einer langen Akkulaufzeit, einer guten Absaugdüse und einem sehr schönen geringen Gewicht. Also ein Top-Gerät, was seinesgleichen sucht, schaut es euch mal an, klickt mal hier auf den Link drauf, ist alles hier in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde es mich freuen, wenn ihr hier einen Daumen hoch gibt und unseren Kanal abonniert, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis bald.